Olympiasieger ist, aber noch nicht Europameister, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann will man das werden. Also eigentlich könnte man denken, wir reisen hier mit Nazareth an, habe ich das Gefühl, aber das ist es gar nicht. Ich war schon mal Europameisterin, tatsächlich auch zweimal. Was uns noch fehlt, ist der gemeinsame Titel im Teamsprint. Es ist immer ein Problem, dass es klappen kann. Natürlich gehört mal mehr dazu, aber wir haben es gut bei uns zwei. Ich habe gut trainiert, ich war nicht krank, mir geht's gut. Von daher, ich denke, wir sind ganz optimistisch und freuen uns auf die Wettkampftage. Gut, dieses gemeinsame Ziel, gemeinsam ganz oben auf dem Podium zu sein, das lässt sich ja nicht ganz einfach durchsetzen. Da sind ein paar Damen aus anderen Nationen, die was dagegen haben, die auch gerne nach oben wollen. Wer ist für euch so der größte oder wer sind die größten Mitbewerber? Miriam, vielleicht mal aus deiner Sicht? Ja, im Team Sprint ganz klar die beiden Russinnen, Daria Schmeleva und Anastasia Wojnova, die jetzt auch die letzten drei Jahre eigentlich aus Europa unsere stärkste Konkurrenz sind. Und ich würde auch die Holländerin nicht unterschätzen, weil die jetzt auch eine sehr gute junge Truppe haben.